Hey Leute, was geht ab und willkommen hier zu einer neuen Folge von FIFA 19 Mobile. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier zu einer neuen Runde. Ich habe ein paar Spieler verkauft. Insgesamt glaube ich 3-4 Stück jetzt. Ich habe es einfach nicht eingesehen, einen Jenny hier für 300.000 Münzen zu verkaufen, Leute. Die ganzen Sahara-Spieler, die ich halt hier im Verein habe, die verkaufe ich nicht. Die behalte ich dann lieber. Es werden noch bessere Zeiten kommen, wo ich dann wieder mehr Münzen habe. Und dann ärgere ich mich, dass ich wieder Spieler kaufen muss für Erfahrungspunkte. Sondern die ganzen Sahara-Spieler, die ich hier habe, hebe ich mir auf, um meine Spieler zu trainieren. Ich habe jetzt zwar nur 1,5 Millionen Münzen, aber mit den 1,5 Millionen Münzen kann ich doch wieder auf Krampf hier vielleicht sogar eine Hulle trainieren. Ich habe auf jeden Fall auch richtig viele Schätze heute, die wir öffnen können. Und ich hoffe, dass da sogar ein Jesus oder ein Alexis damit dabei ist. Weil ich möchte die ja nicht auf dem Transfermarkt kaufen, sondern versuchen, die halt so in den Packs zu bekommen. Und die dann halt in mein Team aufzunehmen für Ronaldo, Schrägstrich für Neymar. Eine Bewertung kriege ich hier hoch von Hullet und das ist ja mal wunderbar. Die 96er Hullet am Start und jetzt wieder 367.000 Münzen. Ja moin. Aber egal, ne? Ich muss ja Münzen in die Hand nehmen, um mein Team zu verbessern. Ich denke mal mit den Skillboost und mit den Spielern, die ich noch so habe und die Spieler, die ich dann trainieren kann, die Ränge noch upgraden kann. Wenn ich jetzt hier 30 Millionen Münzen hätte, würde ich locker eine 115er Bewertung haben. Real Talk aus der Zentrale hier. Real Talk. Wir können auf jeden Fall versus Angriff heute spielen. Wir können. Ich habe gegen Uruguay schon gespielt. Gegen Kolumbien habe ich auch ein paar Mal gespielt. Hätte ich das mal von gleich direkt am ersten Tag gewusst, dass man gegen Uruguay nur einmal spielen kann, dann hätte ich natürlich jeden Tag gegen Uruguay gespielt, ist ja klar. Ich kann jetzt hier direkt am Anfang 10 Schätze öffnen und wir öffnen auch direkt am Anfang 10 Schätze, Leute. Let's go. Wünscht mir Glück. Gefühlt jeden Tag schreibt mir jemand, er hat Casemiro gezogen und jedes Mal denke ich mir, ja moin, GG, wann kommt mein Casemiro? Komm, let's go, bitte, 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 bitte. Morgen gibt es übrigens um 17 Uhr, ich bewerte eure Teams, hatte ich euch schon am Wochenende erzählt gehabt. So, nächstes Pack, 8 sind noch. Also ich würde mir aus diesen 10 Packs schon 2 Spieler mindestens eigentlich wünschen. Natürlich am besten Alexis und Gabriel Jesus. Das wäre so am knackigsten. Schauen wir mal. Erfahrungspunkte. Erfahrungspunkte. Leider, Alter, schaut euch mal an, wie weit ich hier schon gelaufen bin. Wie viele Fußstapfen da schon sind. Jetzt muss doch langsam mal ein Schatz kommen hier. Ronaldinho, Mann. Komm. Ah, okay. Es sind 250.000 Erfahrungspunkte. Das ist, glaube ich, auch ein Schatz. Ja, genau. Nehme ich aber auch mit, Leute. 250.000 Erfahrungspunkte. Aber ein Spieler, der verteilt ja mehr sogar, ne? Egal welcher Spieler, der hätte, glaube ich, über 300.000 gegeben. Ja, einen Spieler hätte ich lieber genommen. 46 Punkte noch, 4 Packs. Und es läuft schon wieder überhaupt nicht gut mit dem Packlack. Mann, immer nur Erfahrungspunkte. Was ist denn das, Mann? Kann EA mal hier mir einen Spieler schenken? EA, schenkt mir einen Spieler. EA, schenkt mir einen Spieler. Alter, ich glaub's doch nicht. Also langsam werde ich hier schon salzig, ne? Langsam werde ich salzig. 2 Packs noch unten. Ich habe wirklich nur Erfahrungspunkte gezogen. Und wieder. Oh, aber wieder 250.000. Wieder den Schatz direkt gefunden. Aber keinen, Leute, nicht einen einzigen Spieler aus 10 Packs. Nicht einen einzigen Spieler aus 10 verdammten Packs. 2 Reliktfragmente nochmal am Ende. Alter! Stopp! Sonst kriegt ihr gleich einen auf die Schnauze! Leute, Packsweather ist sauer. Dafür werden jetzt erstmal ein paar Gegner zerstört im Versus-Angriff-Modus. Also hoffentlich zerstört. Man kann ja auch hier 120er Gegner bekommen. Finde ich aber besser, dass man halt jetzt sein Main-Team benutzen kann, sage ich mal. Ne? Vorher war es ja die Gesamtbewertung von 100. Was hat der Gegner? 116. 116. Real Talk. Ich hatte vorhin gegen einen 116er auch gespielt und gewonnen. Wahrscheinlich jetzt in der Folge verkacke ich haushoch, so wie es immer ist. Wenn man die Aufnahme startet, dann kriegt man gar nichts hin. Aber schauen wir mal. Let's go. Erstes versus Angriffsspiel. Die Skillspiele, die habe ich heute schon halt durchgesuchtet und ich habe halt auch nicht mehr die 100 Energiepunkte. Deswegen ja, gibt es heute ein bisschen mehr versus Angriff, aber habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht. Das gibt's doch nicht an den Pfosten. Och man. Und den Abpraller kriegen wir nicht mal. Ich sag's ja, ne? Wenn man die Aufnahme startet, hat man direkt Pech. Hätte ich die 10 Packs nicht in der Aufnahme gezogen, sondern
So privat hätte ich wahrscheinlich alle gezogen, Leute. Hätte ich einen Ronaldinho fünfmal gezogen. So ein Ding ist das. Zack, jawohl, Ronaldo. 2-2. Ronaldo. Komm, doch, Mann, das gibt's doch nicht. Freistoß für mich. Okay, Freistoß für mich. Rullet, jawohl, 3-3. Es sieht noch nicht so schlecht aus. 4-4, der Gegner immer mit einem Tor im Voraus. Ja, jetzt mit zwei Toren. Jetzt sieht es doch ein bisschen schlechter aus. Genau dann, wenn ich es angesprochen habe, verschlechtert sich das Ganze natürlich. Ja, ganz lächerlich ist das, Mann. Absolut lächerlich. 5-6. Komm, Arne Meier, 6-6. Ah, Mann, nein, wir hätten unentschieden spielen können, oder? Nee, hätten wir nicht. Ich hätte nur noch ein Tor maximal gemacht, dann hätte ich 7 gehabt. Der Gegner hat sowieso 8, deswegen, ach Mann, ey. Erstes Spiel, verkacken wir gleich die schönen 4 Energiepunkte hier. Aber wir gehen rein ins zweite Spiel. Und ja, wenn ich halt, ich glaube, ich brauche 2 versus Angriffssiege heute, dass wir am Ende nochmal einen Schatz öffnen können. Und vielleicht habe ich ja in dem letzten dann, Leute, in dem letzten vielleicht einen guten Spieler nochmal drin. Nochmal. Ja. 120, ja. Gut. Das können wir, denke ich mal, auch schon direkt abhaken gegen den Oliver. Weil 7 Bewertungen, das ist dann doch schon ein gewaltiger Unterschied. Ach, Mann. Neue Runde, neues Glück, würde ich sagen. Kriegen wir jetzt mal einen gleichen Gegner? Oder ist es wieder ein überpowerter Gegner, wo ich eh so gut wie gar keine Chance habe? Mann. 100, okay, 114, ist in Ordnung. Ist vollkommen in Ordnung. Eine Bewertung. Also wenn ich jetzt hier nicht gewinne, dann... Ja, dann weiß ich auch nicht. Juventus CR7. Apropos, wo ich hier gerade Juventus lese, ne? Ich glaube, ich versuche dieses Mal und ich möchte einfach mal PES auf der Konsole austesten, Leute. Mal gucken, ob ich... Also ich denke mal, ich werde da auch Videos zu machen, PES auf der Konsole. Habe ich irgendwie Lust drauf, das Ganze mal dieses Jahr durchzuziehen. Kommt natürlich drauf an, ob ihr da mitzieht, sage ich mal, und ja, euer Support bei PES auch am Start ist denn auf der Konsole. Hängt natürlich darauf damit auch zusammen, aber ich habe auf jeden Fall Lust, mir das Ganze mal anzuschauen. Und vielleicht ist ja auch PES dann dieses Jahr so gut, dass ich sage, ja komm, das spiele ich. Real Talk. Ah, wo ich halt gerade Juventus lese und den Aufruhr, sage ich mal, mit... ja, Juventus ist ja jetzt bei PES mit drin, lizenziert. Und das heißt in FIFA 20 heißt Juventus Turin dann Piemonte Calcio oder irgendwie so. Auf jeden Fall nicht mehr Juventus Turin, weil halt Konami die Rechte hat. Das Ganze auch mit den Bayern. Die Bayern sind ja auch bei Konami mit drin. Komm, Arne Meier, tank dich da durch. Wahnsinnstor hier von ihm. Und der Kimmich. Wijnaldum. Jawohl, 9-8, komm, eine Chance noch. 9-9. Runter damit. Und runter damit. Und Meier mit dem 10. Tor. Oh mein Gott, Leute, was für eine Spannung hier am Ende. Und wir gewinnen am Ende das Spiel. Genau so soll es natürlich sein, Leute. GG. Ich glaube, jetzt hier das dritte Spiel habe ich dann endlich mal gewonnen gegen diesen Gegner hier. Und wir kriegen... Oh, wir kriegen sogar einen Schatzstein. Können wir direkt in den Tempel reingehen. In den Tempel. Oh, wir haben 5 Punkte davon, WTF. Heute starte ich mal mit Gelb. Können wir direkt den ganzen Tempel twice hier probieren. Für die 1000 Punkte. Dann mache ich mal von Gelb auf Grün. Und von Grün auf... Gehen wir mal zu dem Blauen. Der Blaue ist irgendwie am schönsten hier, der Saphir, meiner Meinung nach. Welchen Stein findet ihr denn am schönsten, Leute? Real Talk, schreibt mal rein in die Kommentare. Ich finde den Blauen am schönsten. So, schauen wir mal. Vielleicht habe ich ja direkt alle Steine richtig positioniert. Wahrscheinlich nicht, aber... Ist einer dabei gewesen, der richtig ist? Nicht einer, ja moin.
Okay, starte ich mit Rot. Dann gehe ich rüber zu Weiß. Rot-Weiß, Leute. Pommes Rot-Weiß, Real Talk. Zack, dann hier runter auf Quarz. Und von Weiß gehe ich dann auf... Dann gehen wir mal dann auf Gelb. Vielleicht ist ja Gelb der letzte Stein. Kann ja sein. Das kann ja sein, ne? Ich habe ja genügend Auswahl hier heute. Für die 1000 Skill Boost. Ich glaube, einmal noch ein Skillspiel können wir dann noch machen am Ende. Falscher Stein. Ist da jetzt einer richtig dabei gewesen? Auch nicht. Ja, moin. Dann starte ich mit Lila. Junge, 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 Junge. Ich glaube, Blau hatte ich. Hatte ich Blau schon auf der... Ne, auf Blau hatte ich nicht auf der zweiten Position. Dann mache ich mal Blau auf 2. Junge, Alter. So schlecht lief es ja noch nie bei mir hier. Sonst hatte ich immer nach dem... Spätestens nach dem zweiten... Zwei, sage ich mal, hatte ich mindestens einen richtigen Stein. Dann nehme ich den Sonnenstein hier auf Platz 3, orange. So, probieren wir das mal so. Komm, 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 komm. Alles richtig. Okay, nicht alles richtig, falscher Stein, aber wenigstens einer dabei. Wieder nicht! Junge! Dann nehme ich grün als erstes, hatte ich noch nicht als erstes grün. Dann orange als zweites und... Gelb als drittes hatte ich, glaube ich, auch noch nicht. Ne? So langsam gehen mir die Kombinationen aus und so langsam vergesse ich auch, was ich hier schon probiert habe. Meine Herren, das gibt's ja nicht, ey. Ohne Witz, ne? So schlecht lief's bei mir im Tempel noch nie. Ja, und ihr seht's, mein Handy ist gleich leer. 15% Akku nur noch, ja moin. Belastend. Ich hoffe, die Aufnahme steht jetzt hier nicht direkt automatisch ab. Wieder kein... Alter, ihr wollt mich doch verarschen. Leute, schreibt mir mal Tipps zu dem Tempel unten rein in die Kommentare. Also, das war es ja wirklich an dieser Stelle wirklich komplett. Absolut komplett. Ich gehe hier mal rein in ein Skillspiel. Oder zwei Skillspiele. Weil dann können wir nochmal einen Schatz öffnen und vielleicht habe ich ja da nochmal Glück. Aber selbst so, wie uns der Tempel hier verarscht hat, Leute, ne? So, wie uns der Tempel verarscht hat, glaube ich gar nicht mehr, dass wir hier irgendwie in FIFA Mobile was Geiles bekommen. Und Packluck haben oder... halt normales Glück haben. Müssen wir nicht mal... Wir müssen ja nicht mal Packluck haben. Wir haben ja nicht mal dieses... Tempelsteinglück. Junge, ist das frech. Das ist echt enorm, enorm frech, finde ich. So, komm, Kimmich. Zweimal mache ich das, dann sollten die Punkte eigentlich ausreichen für einen weiteren. Für einen weiteren Shots. So, Kimmich. Nochmal runter auf Neymar. Zumba, Neymar, Zumba, Neymar. Mit dem Türchen. Und Kimmich. Nochmal runter das Ganze und... Schauen wir mal. Let's go, Leute. Let's go. Wünscht mir Glück, wünscht mir Glück, wünscht mir Glück, wünscht mir Glück, wünscht mir Glück. Morgen gibt es dann höchstwahrscheinlich den 95-Plus-Spieler, Leute. Da freue ich mich auch schon drauf. Vielleicht haben wir ja morgen dann endlich mal Glück, ne? Mit den 95-Plus-Spieler. Vielleicht haben wir ja morgen Casemiro drin, Leute. So, Schatzkarte. Let's go. Ein Schatz kann ich öffnen. Einen möglichen Schatz. EA. Verarsch mich nicht mit Erfahrungspunkten. 200.000 Münzen. Ich bin raus, wir sehen uns, haut rein und tschüssi.